Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Oh, jetzt müssen wir gegen Nicholas kämpfen, der gerade eben Arthur getötet hat. Der Bastard. Ihr seid jung. Na warte. Ich werde euch schnell töten. Leck Diese mich. Gnade gewähre ich nicht viel. Die Ratten werden von den Fackeln. Ach, jetzt habe ich das nicht mehr gelesen. Ich habe alle Zeit der Welt. Früher oder später werdet ihr erfrieren. Was zur Hölle? Nein! Das soll Du ich kannst nicht löschen? ewig Mist. davonlaufen. Verzieh dich! Vorsichtig! Das seid ihr ja! Oh nein. Nein! Verzieh dich! Haha! Haha! Ungeziefer! Jawoll! Bitte? Das ist nicht dein Ernst! Sie hat ein Flammenschwert! Das ist nur Anime-Charakteren erlaubt, das zu haben! Shit! Gut. Ihr wollt also spielen? Dann spielen wir! Auf Augenhöhe! Die Sie Ratten, müssen doch hier Alicia, irgendwo sein! er hat sie alle getötet. Wir befreien noch mehr. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ganz nah. Naja, genau. Such mal da hinten, du. Such mal da ganz weit hinten. Die Frage Was ist. wollt ihr schon ausrichten? Ihr seid nichts. Nur Fleisch für meine Klinge. Kann ich seine Klinge. Die kann ich auch löschen? Jo, okay. Dann muss ich schnell sein. Es ist nicht leicht, im Schatten des Trägers zu leben, oder, Amicia? Ich kann dir diese Bürde nehmen. Oh nein. Ich hab doch gesagt, dass ich euch finde. Verzieh dich. Haha. Wow! Sie sind schnell wie Kakerlaken. Hat er gerade die Mauer zerbrochen? Oder das Holzdingen da? Oh oh. Nein! Mist! Hey, stehen bleiben! Bleib stehen. Oh nein, 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 nein! Wo treibt ihr euch rum? Und los, 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 los. Ratten. Yes. Haha. Kannst mich mal. Da ihr euch weigert, zur Hölle zu fahren. Alter. Bringe ich die Hölle zu euch. Ernsthaft? Er hat sie alle erwischt. Der fackelt sich selbst und alles andere ab gerade. Der Wahnsinnige. Okay. Ein bisschen habe ich noch. Pardon, kurze Unterbrechung. Okay. Oh, Schande. Nein. Nein, du Bastard! Ich komme! Ich muss mich irgendwo verstecken, was er. Hinter irgendetwas, was er nicht zerstören kann. Sie sind schnell. Wie Kakerlaken. Das Problem ist, die einzige Fackel, wo ich noch Ratten mit hervorlocken kann, ist die da hinten. Ich bringe euer Blut zum Kochen, bis es aus euren Augen spritzt. Okay, die Ratten greifen mich nicht an, oder? Und jetzt? Was werdet ihr jetzt tun, hä? Und hi. Haha! War's das endlich? Fahrt zur Hölle! Yo! Der hat mich scheinbar beim Wort genommen. Arthur? Nein, nein, nein!
Ich werde sie töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly, es tut... Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf! Ich töte sie! Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner! Melly, das schaffst du nicht! Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf! Seht euch um! Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden. Wir alle. Sie haben meinen Bruder, deinen Vater, euren. Wir haben nichts mehr. Nichts! Sie hat recht. Amicia, das ist Wahnsinn. Wir sind 5 gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Hat er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis, jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod! Auf den Tod! Was tot ist, kann niemals sterben. Falsche Serie. Ohne Witz, ey, die erinnern mich jetzt immer mehr... Ah, ich bekomme gerade die Trophäe Andenken. Kapitel 16, Krönung. Uiuiui. Ohne Witz, gerade das Charakterdesign von Amicia und Hugo und, ach, die anderen eigentlich auch, aber gerade von den beiden, die haben mich gerade so an Game of Thrones erinnert. Also generell, diese ganze Geschichte... Seien wir mal ehrlich, die könnte doch auch ein kleiner Game of Thrones Subplot sein. Ein guter Subplot. Ja? Weil bei Game of Thrones da in der Welt, da hätte ich auf jeden Fall... Ja, da wären diese ganzen Sachen weniger verwunderlich gewesen. Ne? Mit den Ratten, ne? Diese kleine Armee an Kindern, die sich jetzt gegen die Inquisition auflehnt und so weiter. Ich habe das Gefühl, das würde auch locker in die Welt von Game of Thrones passen. Oder das Lied von Eis und Feuer, die Bücherreihe. Guckt euch mal Amicias Outfit an. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Melly ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, er ist 5. Und davon abgesehen, ich würde die Ratten nicht als ultimatives Mittel betrachten. Auch sie können irgendwie vertrieben werden durch Licht und sonstige Sachen. Also, das hat ja der Nikolas auch schon bewiesen. Gegen ihn haben wir auch ein paar Schwierigkeiten gehabt, obwohl wir die Ratten hatten. Also, muss man sich ganz genau überlegen, wie man sie einsetzt. Hallo, einsamer Alkohol in den Büschen. Dich nehme ich mal an mich. So. Jetzt bin ich gespannt. Moment. Was brauche ich jetzt noch einmal? 4 Leder, 4 Schnüre. Boah. Es wäre super geil, wenn ich das alles finden würde. Aber ich glaub's einfach nicht. Was ist los? Melly, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly, sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen's durch die große Tür. Aber passt auf! Okay. Oh, Melly, warte! Ist sie wütend auf mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. Gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Genau. Sie hat vor kurzem ihren Bruder verloren, also... sogar ein Spalt in dem Boden würde sie aufregen momentan. Habe ich das Gefühl. War da noch was? Nö. Hat gerade so ausgesehen. Okay. Vorsicht! Oi. Glaubt ihr, es hat bereits angefangen? Das hoffe ich, denn diese Viecher werden immer mehr. Nein, das ist riskant. Vitalis weiß, was er tut. Heute nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Sie drängt es noch. Wir wissen nicht mal, was in dieser Kette vor sich geht. Unsere Gelegenheit.
machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt! Er wird sie sehen. Hey! Halt! Uiuiui. Ich helfe ihm. Bleib hier. Verdammt. Ich hoffe, sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Ich hoffe es sehr stark, dass sie das tut. Okay, erledige ihn. Du bist erledigt. Tu es, Roderick. Knack. Der junge Schwarzenegger. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Und jetzt so an Hugo. Der schläft nur, Kleiner. Genauso wie all die Leute, die Ratten erwischt haben. Sie schlafen nur. Aber ist mir schon klar, dass der Kleine definitiv schon genug Tod und Elend gesehen hat. In der Zwischenzeit. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken, oh. Die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Boah, wie hier überall dieser schwarze Staub herumwabert. Hallo, kleiner Weg. Was? Oh, wow, 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 wow. Roderick? Würdest du, ja? Lass ich mir nicht zweimal sagen. Nice. Schön. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Ist das ein Alchemiekarren? Ernsthaft? Der wurde nur von einer einzelnen Wache, die man per Knopfdruck erledigen kann, bewacht? Das war's? Krass. Das ist ja super. Schnur, Leder... Oh, ich bekomme gerade die Bronze-Trophäe. Ressourcen ist für alle da. Müsste es nicht heißen, Ressourcen sind für alle da? Hat sich wohl einer vertippt. So, wir brauchen immer noch 3 Schnüre und 4 Ledereinheiten. Also, ich glaube, das wird in diesem Spieldurchgang jetzt nichts. Es wäre zwar zu schön, um wahr zu sein, aber das geht hier eindeutig aufs Finale zu. Schauen wir mal. Oh, hallo, Episanguis. Hey, warum bebt die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Na. Wenn du L2 gedrückt hältst, um ein Ziel für die Ratten zu bestimmen, zeigt roter Dunst die Horden an, die unter der Erde gefangen sind. Lösche die Lichtquellen, um sie zu befreien. Alles klar. So, und jetzt... Bam! Bist du sicher? Ja, sie hören auf mich. Ja, das würde ich auch sagen. Wow, mindestens. Mir fallen noch 3 weitere Worte ein. What, the und fuck. Naja, eigentlich the und the. Egal. Ja. Ich glaube, da lang zu gehen ist schlecht, oder? Oder kann ich die weglocken? Die wollen nicht auf mich hören. Oh. Die hören einfach nicht auf mich. Vielleicht, weil sie am Fressen sind. Kann ja durchaus sein. Hallo, Stoff. Ah. Das, was ich eigentlich nicht mehr brauche. Haben wir hier sonst noch? Was ist das? Oh! Wäre ich du, würde ich das nicht anfassen. Warum? Die Geißler peitschen sich damit blutig. Da kleben wahrscheinlich Hautstücke dran. Oh, verstehe. Bäh! Ja. Bäh ist ein guter Kommentar dazu. Disziplin. Da sich die Kirche vermehrt mit Orden und Kulten konfrontiert sieht, bittet sie die Inquisition eindringlich, Ketzerei hart zu bestrafen und auszumerzen, indem sie gegen Dolzinianer, Frazinellen und Flagellanten vorgeht. Nee, Fratizellen, nicht Frazizellen, Fratizellen, so.
Diese sind davon überzeugt, dass die Menschheit göttliche Strafe erfahren muss und stellen ihre Buße in Form von Selbstgeißelung öffentlich dar. Mit großen Peitschen ziehen sie durch die Straßen und fügen sich selbst furchtbare Wunden zu. Ironischerweise trugen die Flagellanten so zur Verbreitung der Pest von Dorf zu Dorf bei. Tja. Ironie, Ironie. Bestimmt immer wieder unser Leben. So, okay, die Ratten wollen nicht weg, aber wir können an ihnen vorbeilaufen, nicht wahr? Naja, nicht wirklich, glaube ich, oder? Doch, ha, klappt. Ey. Alter, Roderick nimmt die Hälfte des Schwarms mit. Ja. Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen. Seltsam. Alles hat sich verändert seit der 3 Jahre. Vielleicht ist nur niemand anderes sein Protégé. Yikes! Oh, Schwein gehabt. Bitte nicht fressen, ihr Ratten. Was geht da vor? Nicht uns fressen. Mist! Dreck! Ich habe zu lang gewartet. Das hätte ich cleverer lösen können. Okay. Achtung! Wach! Seltsam. Der Hauptmann war doch immer sein Protégé. Vitalis hat sich verändert, seit der Träger ankam. Vielleicht ist nun jemand anderes sein Protégé. Jawohl. Wow, ernsthaft? Der kann mich doch kaum gesehen haben, oder doch? Mist, aus der Entfernung treffe ich ihn nicht. Wow. Jawohl, erwischt. Und du bist als Nächster an der Reihe. Nein, seine Lampe! Oh, Spiel! Was ist es? Was? Verzieh dich. Genau. Lauf weiter. Na, lauf weiter. Oh, oder so. Verlass dich auf mich. Komm schon, zeig mal! Wen haben wir denn da? Gut gemacht. Ich hab mich vergessen. Was glaubst du, tust du da? Nein, komm schon. Oh, knapp. Nicht mal ein Kratzer. Oh, Schwein gehabt. Das war echt knapp. So, jetzt können wir uns hier hoffentlich umgucken. Ey, den einen Typen, den habe ich null gesehen. Puh. Zum Glück habe ich den Rattenkäfig. Ich sehe schon. Na, wen haben wir denn da? Hierher. Lecker Futter. Okay. So. Oh, wie die Ratten auf den nächsten Befehl warten. Das ist jetzt echt krass, dass ich mich vor den Ratten, dass ich mir um die Ratten keine Sorgen mehr machen brauche oder mich nicht mehr vor ihnen zu fürchten brauche. Krasse Sache. Okay, bis auf das Werkzeug finde ich hier oben leider nichts. Aber kann ja sein, dass hier noch weitere Sachen rumliegen. Aber hier liegt auf einmal so viel Stoff herum. Gerade das, was ich eben eigentlich nicht mehr brauche. Darf. Oh, Schnur wenigstens. Aber Leder habe ich bis jetzt kein einziges Mal gefunden. Uff.
Wow. Ich habe schon Schwein gehabt, dass hier auch noch eine Wache rumsteht. Hätte mich nicht überrascht, um ehrlich zu sein. So, das Episanguis nehme ich auch nochmal mit. Okay. Und dann bleibt ja nur noch dieser Weg hier übrig, nicht wahr? Hm. Hier geht's aber auch nicht weiter. Roderick, gibt es hier irgendwelche Türen, die du einreißen kannst, möchtest, wie auch immer? Oder muss ich die Ratten für irgendetwas benutzen? Was ich eigentlich auch nicht glaube. Hm. Irgendetwas übersehe ich hier gerade wieder. Vielleicht doch hier lang? Ah, Tatsache. Der Typ hat den Ausgang bewacht. Zwei Wachen, eine für jeden. Das ist vor allem unnatürlich. Aber entweder das oder die Ratten. Das muss das Ende der Welt sein. Man weiß kaum noch, was richtig und was falsch ist. Kümmerst du dich um ihn? Du bist erledigt. Perfekt. Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Roderick, ja. Müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Hm. Schauen wir mal. Erstmal gucken, ob hier nicht noch irgendwo irgendwas liegt. Ein paar Steine. Ja, besser als nichts, würde ich sagen. Da sehe ich auch irgendetwas glitzern. Waren wir da schon? Sieht nicht so aus. Ich glaube, da kommen wir noch hin. Okay. Ja. Machst du das, Roderick? Ja. Wow. Oi, 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 oi. Schnell. Okay, okay, okay. Vorsicht. Guckt euch an, wie viele Schnüre ich jetzt schon gefunden habe. Mir fehlt nur noch eine. Oh oh. Nein! Wollte ich nicht! Ah. So. Nur um sicher zu gehen. Oh, nein, 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 nein. Zack! Oh, aber der Vorteil ist, der kommt jetzt hierher und guckt nach. Oder? Nicht! Was? Zum Teufel! Los, oder? Sie können mich nicht hören! Oh nein, shit! Nein! Nein! Ich hab's mir so gut vorgestellt. Vorsicht! So, erstmal schön abwarten. Den Bogenschützen sollte ich erledigen und diesen Typen hier vor mir. Oh nein, 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 hört auf. Ah, nein, hört auf. Ich sehe jetzt erst die Fackel, die ein Rattennest versteckt hat. Ah! Mist. So. Die Ratten, jetzt sie aber wollen rauskommen.
Schön vorsichtig. Sucht weiter. Haltet die Augen offen. Na sowas. Alle mal hierher. Vorsicht, sie könnten überall sein. Oh, Schwein gehabt. Bin sicher, dass noch ein bisschen nicht sein. Okay, das waren wahrscheinlich alle aus dem Nest. Dann muss ich das nächste befreien und dann passt es schon. Verzieh dich! Irgendjemand da? Der ist für dich. Nein, dass ich mir nicht zeige. So. Gute Arbeit. Oh. Ah, da sind sie. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, erstmal umgucken. Bevor wir zu ihnen stoßen, ne, Prioritäten setzen. Ressourcen sammeln. Ja, ja, Roderick ist doch schon bei euch. Och Mist. Da. Komm schon, Leder, Leder, Leder. Einmal Leder. Ihr lebt. Hört zu, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Na, das wird lustig. Okay, ich befreie vorsichtshalber schon mal alle Ratten. Nur um sicher zu gehen. Schon wieder Stoff. Das darf doch nicht wahr sein, wie viel Stoff ich hier hinterher geschmissen kriege. Aber noch eine Ledereinheit. Sehr gut. Oh, bitte, bitte, bitte. Lass es mich doch noch schaffen. Das wäre so schön. In diesem einen Gebiet alleine habe ich jetzt 2 Ledereinheiten gekriegt. Hat der was dabei? Nö. Steine. Liegt da was? Ja, noch mehr Steine. Na gut. Oh, aber ich bin jetzt doch tatsächlich... ich habe jetzt doch ein bisschen Hoffnung, Leute. Jetzt brauchen wir nur noch... eine Schnur und ein Leder? Moment. Oh. Da habe ich mich mit dem Leder, glaube ich, verschätzt. Ein Leder, eine Schnur. Oh, das ist im Bereich des Möglichen. Es könnte doch noch funktionieren. Oh, wie schön ist das denn? Okay, Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Sehr gerne. Dreckstück. Dir zeig ich's. Ach, natürlich. Roderick, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um dich. Viel Spaß. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Oh yes. Geschafft. So. Hugo, geht es dir gut? Ja, ich denke schon. War es das schon? Lass es gut sein, Roderick. Erinnert mich daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Gut. Dieses Mal kommen wir rein. Oh, nice. Okay, aber erst einmal möchte ich mir die Leichen noch angucken, ob die was Nützliches haben. Boah. Selbst die Rüstung wurde weggenagt. Oder bilde ich mir das nur ein? Nö, tue ich nicht. Alter. Oh, bin ich froh, dass die Ratten jetzt auf unserer Seite sind. Halleluja. Wir hätten sogar noch ein paar Ratten übrig gehabt, theoretisch. Nun gut. Hat einer von denen... Da, dieses Tor, genau. Das war ja vorher verschlossen. Gucken wir mal. Episanguis sehe ich schon mal. Oh, schade. Ich habe jetzt auf ein Leder oder Schnur gehofft.
Aber könnt ja noch kommen. Amicia, sieh nur. Ah, eine Blume? Jo. Oh, hoppala. Entschuldigung, Hugo. Sie hat all das überlebt? Ja, sie ist eine Kriegerin. Sie verteidigt sich. Dann ist sie wie wir. Stimmt, das ist deine Blume. Danke, Hugo. Geh nice. Dir. Sehr gut. Schneerose. Okay. Oh, ich bekomme die Goldtrophäe Botanica. Das war die letzte. Sehr schön. Die Schneerose wurde seit der Antike zur Behandlung von Demenz- und Lähmungserscheinungen eingesetzt. Möglicherweise auch wegen ihrer Giftigkeit wurde sie schon bald zu einem Symbol von Angst und Besorgnis. Fasst man sie mit bloßen Händen an, kommt es zu Hautirritationen und wird sie verschluckt, hat das noch weit schlimmere Folgen. Seltsamerweise taucht sie während der Weihnachtszeit immer wieder in Krippenspielen auf. Sie soll aus den Tränen der jungen Hirtin Madelon entsprungen sein, als sie dem Jesuskind kein Geschenk anbieten konnte. Hm. Interessant, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Dass hinter einer Blume diese Legende rankt. Diese biblische Legende, nicht schlecht. Wieder was gelernt. Oder aufgefrischt worden. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das überhaupt schon mal in meinem Leben gesagt bekommen habe. Hört sich an wie so ein Random Fact, den man irgendwann mal aufschnappen kann, der aber an sich in der Schule nicht direkt beigebracht wird. Wer weiß. Ah, das brennende Gebäude. Scheiße! Nein, Amicia, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Rodrik, folgst du uns? Bis in die Hölle. Alles klar. Wir sind extrem, aber... Ah ja, stimmt. Hier. Extinguish. So. Oh je. Ja, die letzte Schnur, Leute. Jetzt nur noch eine Einheit Leder. Das muss doch noch möglich sein. Komm schon, Spiel. Bitte enttäusch mich nicht. Nur Mut. Schaffst du das? Ja. Yes! Leder! Leute! Geil! Die Decke stürzt gleich ein. Beruhige okay. Dich. Erstmal aus dem Gebäude raus. Du hast den Hauptmann der Inquisition besiegt. Du bist hart im Nehmen. Oh. Härter als ich. Wirklich? Ich lüge nie. Denkst du kriegst das hin? Bin dran. Komm schon. Yes! Das muss der Ausgang sein. Rodrik ist der Muskelmann, der einfach alles schieben kann. Sehr gut. Sehr gut. Einer weniger. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Genau. Uiuiui. Aufgepasst. Oh, da sind ja viel mehr. Dieser Ort steht unter Quarantäne und fällt unter die Rechtsprechung der Inquisition. Aber wir sind nicht krank. Seht uns an. Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen. Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach. Yes! Alle erledigt. So muss es sein. Oh, hab Dank. Danke. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Und viel Glück. Hey, Alter! Feinde! In Deckung, Bogenschützen! Dreck. Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen offen. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Oh, da die hinten. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Okay. Boah, wie die ausschaut, wenn man näher rankommt. Komplett überwachsen, als ob sie anfangen würde zu zerfallen. Oder zu zerfließen. Das wird ja richtig angenehm, ich merke schon. Ist das hier der richtige Weg? Nee, oder? Das ist ein Fuidaibel-Weg. Die Kette.
Du solltest nicht... Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Roderick? Okay. Was ist los? Geht es hier auch lang? Da ist eine Werkbank. Aber die brauchen wir ja theoretisch nicht. Ah, das Ding müssen wir benutzen, um da durchzukommen. Ich verstehe. Aber da haben wir noch dieses Gitter hier vorher zu überwinden. Aber Moment. Am wichtigsten, bevor ich es vergesse, hallo Schönheit. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Oh ja, und ich bekomme die Silbertrophäe volle Taschen. Nice. Oh, hätte echt nicht gedacht, dass es bis zum Ende hin doch noch funktioniert, aber es hat funktioniert. Das Hamstern der ganzen Sachen hat sich gelohnt, also das Hamstern der Ressourcen. Sehr schön. Diese Gasse. Nein. Ich wusste es. Okay. Was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Oh je, ich glaube, ich ahne schon. Oh je. Das kann nicht sein. Roderick. Nichts mehr übrig. Haben Sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Ich weiß, wie du dich fühlst, aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los. Wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett, du wirst sehen. Wir gehen zusammen und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. Uff. Und ich bekomme eine weitere Silbertrophäe, der Schmied. Nice. Ich habe nochmal einen Speicherpunkt bekommen und die Musik wurde richtig episch jetzt. Oioioi. Alles klar. So, jetzt kann ich ja theoretisch so ziemlich alles herstellen, was ich möchte. Genug Ressourcen habe ich ja jetzt. Eliminiert Gegner, ohne Geräusche zu verursachen. Erschafft eine starke Lichtquelle, die Ratten eliminiert. Ja, mal schauen, ob ich eins davon noch brauchen werde. Werde ich dann ja sehen, wenn es soweit ist. Alles klar, ich würde sagen, diesen Wagen werden wir dann erst im nächsten Part schieben. Ich werde vorsichtshalber nochmal auf die Zeit gucken, aber es müsste eigentlich genug Zeit vergangen sein. Ja, ich könnte den Part beenden, aber... Na, ein bisschen spiele ich noch, ein paar Minuten. Der Karren, Roderick, wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Okay, hey. Los. Oh, was ist los, Amicia? Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Roderick, oh nein, ich helfe nein, dir. Nein, nein. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Nein. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Roderick. Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Wehe, du stirbst jetzt, wehe. Alter. Oh Gott. Amicia, die gehören dir. Wo? Ach, da. Okay. Amicia, sie haben ihn getroffen. Oh nein. Roderick, lass den Karren los, bitte. Nein. Hopp. Oh, das darf nicht wahr sein. Shit. Was wurde jetzt alles gespeichert? Mein Upgrade wurde nicht gespeichert. Das sieht schon viel besser aus. Oh je. Nein! Come on! Amicia, sie haben ihn getroffen! Roderick, lass den Karren los, bitte! Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Oh shit. Jetzt wäre ich beinahe zu schnell gewesen. Amicia, sie sind hinter uns! Bastarde! Oh. Ihr Bastarde! Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Okay. Bin safe. Oh nein, da sind noch mehr. Nein. Komm schon, oh.
Oh nein. Ich brauche nur eine Pause. Nein! Ach komm! Das darf nicht wahr sein. Jetzt bitte nicht wieder von vorne. Komm jetzt. Ach Leute. Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Nein! Oh. Fast geschafft. Nein, auch kommt jetzt! Das darf doch nicht wahr sein! Ich könnte kotzen gerade! Ich hab die Treppe erreicht! Los, schnell! So, ihr habt's fast geschafft! Nein, nein, nein! Ach komm jetzt! Gott, der Pfeil im Rücken. Oh nein. Oh Gott. Wir sind da. Steh nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell. Oh mein Gott, Rodrik. Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Ist jetzt gespeichert? Ja, okay, Cutscene. Oh Mann, die Szene hat mich jetzt zu lang aufgehalten. Jetzt du! Komm schon! Nein! Nee, ne? Wir helfen dir durch! Tut mir leid. Tut mir leid. Scheiße! Scheiße! Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe! Sie hat recht, Melly. Rodrik. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du... Das passiert gerade wirklich. Das hatte jetzt fast schon Moses-Niveau, aber ey, Leute. Oh, warum wollte ich die paar Minuten noch mit reinpacken? Verdammt. Oh, und mit der Musik nebenbei. Ich habe schon befürchtet, dass er da sterben würde, aber ich habe bis zum Ende noch die Hoffnung aufrechterhalten. Und ihn so sterben zu sehen, das macht mich fertig. Oh, Rodrik. Und das, nachdem wir die Schmiede gefunden haben und er mit seiner Vergangenheit eigentlich abschließen konnte, theoretisch, er hätte bei uns weiterhin... Ach Mann, ey. Zuerst Arthur und jetzt Rodrik. Ich fass es nicht. Shit.
Oh Mann. Okay, Leute. Oh. Dann würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall jetzt den Part beenden. Und dann wird der nächste Part wahrscheinlich schon das Finale sein. Wahrscheinlich. Mal schauen. Also dann, Leute. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.